steiler Lauf. Am Samstag, 16. September und am Sonntag, 17. September, lud der Verein der Steirer in Vorarlberg die Vereinsmitglieder zum allerseits beliebten steirischen Backhändl ein. Aus Platzgründen können im Vereinsheim zu jedem der drei Termine maximal 70 Personen im Backhändl genießen. Die Anmeldetermine sind meistens schon viele Wochen zum Voraus vergriffen. Unsere Schweizer Freunde haben schon Platz genommen. Die Heidi, Dagmar, der Gustl, die Silvana und die Anita. Weiters stoßen die Heidemarie und der Stefan dazu. Auf der Eckbank haben die Musikanten und ihre Damen Platz genommen. In der Küche herrscht emsiges Treiben. Kartoffelsalat wird in Glasteller gefüllt und der Obmann Sigi Haberl steht am Ausschank, bedient das Servicepersonal. Als Farbtupfer kommt noch ein Tomatenstück obendrauf. Und auch wieder ein Schweizer Tisch mit Arturo, Grete, Helga, Steffi und Christa. Als Vereinsmitglieder haben wir Zutritt zur Backhändlpartie. Miteinander das Glas erheben, schon kommt der Service mit dem Kartoffelsalat als Vorspeise auf den Tisch. Das passende Werkzeug wird noch gesucht. Herrlich knusprig, herrlich frisch kommt das Händel auf den Tisch. Die Händel kommen aus der Hügellandschaft der Südsteiermark. Deshalb haben sie so stramme Wadeln. Es ist direkt eine Freude, reinzubeißen. Nach dem Backhändl-Schmaus wurden wir von Toni, Walter und Franz mit bekannten Musikstücken unterhalten. Oh,
Sonne. Prost! Das war die Backhändelpartie der Steirerin Vorarlberg Dornbirn. Danke für die Aufmerksamkeit.